Moin. Hallo. Oh Gott. Oh Gott. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Raft, ne? Guten Tag. Ja, auch dir, Tobi, ne? 0552 übrigens, wollte ich mal sagen. Ach ja. 0552. Langsam lässt mein Getränk ein bisschen nach. Bei dir auch? Ja. Das Blaue ist bei mir schon fast wieder weg. Ah, okay. So, 0. Oh, da müssen wir. Oh Gott, da müssen wir ewig weit weg. Kommen wir heute nicht an, sagst du? Ja, mal schauen. Wenn du jetzt einen Anker einholen würdest. Ich hole mal meinen Anker rein. Super, Tobi. Dein Anker ist der beste. So. Spürst du schon was? Ja, wie wird mir. Ich werde diesen Scheißvogel wirklich vermissen. Wollen wir den mitnehmen? Das wäre toll. Boah, ja, in so einer großen Voliere, die einfach viel zu klein ist für den. Boah, ja, wo er sich voll eingeengt fühlt, wo die WWF schon uns verklagen will. Ja, und wo die so eng ist, dass einfach sein Fleisch in Brühwürfel aus dem Gitter quillt. Alter, du kranker Bastard. Wieso möchte ich mich davon distanzieren? So weit ist es hier schon gekommen, Tobi. Es liegt aber nur daran, dass ich ihn wirklich hasse. Ist ja, nicht, das ist, verstehe ich aber auch. Ne? Ist jetzt nicht persönlich gemeint, aber doch. So, okay. Ist schon ein Opfer, dieser Vogel. Der ist halt richtig kacke, einfach nur. Was soll ich dazu noch sagen? Guck dir doch mal an, wie der stinkt. Der stinkt nach Korallenriff. Ja, aber so hart einfach, ne? Ja. So. Ich lasse die Motoren mal brausen und Motoren finden es aber auch noch ein paar. Ich hätte gern trotzdem mehr Motoren. Meinst du, dass wir dadurch schneller werden? Ich glaube nicht, dass wir dadurch schneller werden. Ich würde das Wagnis gerne mal eingehen, wenn ich ehrlich bin. Können wir natürlich tun, ne? Können wir natürlich tun. Was braucht man für die nochmal? Bestimmt Titan, ne? Guck mal kurz, wo die überhaupt waren. Ja, wahrscheinlich 70 Titan. Nee, ich weiß nicht mehr. Irgendwas war. Oder war das Metall? Ja gut, Metalle haben wir jetzt ja ein bisschen, ne? Da kannst du 20.000 Motoren bauen, da haben wir doch immer genug. Wo war denn der Motor nochmal? Der Motor der Zeit. Motor. Ja, Metall war's. Aber wir haben nur 278 Barren, das ist natürlich zu wenig. Da sollten wir noch ein bisschen warten, bis wir dann den Motor bauen. Ja, für wahr. Ein bisschen was auf Halde bekommen. So, ich baller mal einfach welche dazu, ne? Was ist das denn? So. Haben wir noch den Platz da unten? Ja, ich habe extra so gebaut, dass noch ein bisschen was passt. Hey, Erik! Ja. So. Direkt angeschlossen. Was Richtung ändern. Motor einschalten. Motor einschalten. Hier gehen auch noch zwei. Da baller ich auch direkt nochmal die fehlenden Motoren rein. Oh, hier gehen sogar noch drei Motoren. Oh. Ob das was bringt, werden wir erfahren. In der nächsten Folge. Tschüss. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hätten wir schon längst, ist eigentlich schon längst überfällig, dass wir das machen, ne? Mit den Motoren? Ja, eigentlich schon. Und da gehen nur zwei rein. Jetzt habe ich einen überzähligen Motor. Naja. Boah, wie verschwenderisch. Ja, so bin ich. Verschwenderisch, Alter. So. Da knattert mir direkt die Büchse, ey. So, die neuen Motoren brauchen natürlich auch Benzin. Deswegen fülle ich die Tanks mal wieder nach. Okay. Wir sind voll ausgestattet mit Motoren jetzt. Und ich frage mich, ob man seine Geschwindigkeit merkt. Wahrscheinlich nicht, ne? Ich kann es nicht einschätzen, ich weiß es nicht. Also wir haben vier neue Motoren. Morgen. Morgen. Wer war der Typ? Oh, wir sind auf jeden Fall viel weiter vom Kurs, als ich dachte. Kurs? Oh, und ich brauche nur noch Batterie. Ich hasse es. I hate it so much right now. Oh. Drufter Bufter. Neue Batterie.
Hatten wir nicht irgendwas, dass wir uns irgendwie anders drehen mussten, damit wir schneller zu der Insel kommen, weil das Schiff irgendwie anders... Das Problem hatten wir tatsächlich mal irgendwann, aber ich glaube, das ist lange rum, oder? Ich glaube, das muss auf der linken Seite sein, weil das in die Richtung zeigt. Ja, und jetzt mal... Oh, wir sind... Ich glaube, die Motoren sind bemerkbar. Ich bin nicht sicher, aber ich habe das Gefühl, wir schwimmen jetzt viel schneller dahin. Aber kann mich auch täuschen. Vielleicht will ich das nur. Okay, wir sind auf jeden Fall straight auf dem Weg. Ich bin Ihr Kapitän. Sie können mir vertrauen. Aus dem Weg! Du siehst dann wirklich aus wie einer, der das hier alles selber gebaut hat mit der Brille. Ich brauche noch etwas Plastik. Ich bin mehr der handwerkliche Typ. Ich berechne gerade die nautischen Meilen. Ja, so sieht er doch aus, ja. Oh, guck mal, wir schwimmen. Ich glaube, wir schwimmen jetzt schneller, ne? Ich bin unsicher. Hast du mal so vom Map oder was? Na, hier, ja, auf dem Radar. Wie die Meter darunter zählen, oder? Ja, doch, kann schon sein, tatsächlich. Ja. Oh, schauen wir mal. Ach, toll, die Gläser verschwinden übrigens auch, wenn man die Smoothies da trinkt. Das ist so toll einfach. Schön, auch wenn ich immer ein Glas Cola trinke oder so, ne? Ich schmeiß das Glas immer direkt in die Mülltonne. Also ich esse es auf. Ja, das ist auch geil. Hauptsache weg. Hauptsache, dass du dann Neues kaufen musst, ne? Ja, das soll ja nicht übrig bleiben, Tobi, bitte. Wir leben in einer Verschwendungskultur, daran beteilige ich mich nicht. So, ich gehe mal wieder angeln. Ja. So, wir haben noch ein bisschen Zeit, glaube ich, bis wir ankommen. Ah, das Angeln ist mir das Liebste. Es ist super easy. Ja, das Angeln ist immer geil. Schaumspucker habe ich gerade gesammelt. Ein Schaumspucker? Ein Schaumspucker, Tobi. Habe ich schon lange gehofft, dass wir den mal fangen. Ja, endlich. Ich stelle den auch aus, glaube ich. Cool. Ob man die Sachen als Trophäen an die Wand hängen kann? Nee, wa? Ich glaube nicht. Jetzt noch ein Pufferlisk. Aha, geil. Das sind die besten. Tobi, naschst du gerade was? Nein. Tobi, was ist das? Ein Stück trockene Zimtschnecke vom Bäcker. Oh, Zimtschnecke. Ich hab so Hunger. Oh, ich hab so Hunger. Ich hab heute morgens gegessen. Die schmeckt nicht mehr. Ich würde sie dir trotzdem aus dem Hals lutschen. Ja. Dieser Hunger. Oh, ein Feilschnapper. Ist er wenigstens nicht mehr trocken aus dem Hals gelutscht, oder wie? Der Speichel bringt das Zimtaroma richtig nach vorne, Tobi. Putz mir extra 3 Tage die Zähne nicht. Und dann wie so eine Vogelmutti in den Hals spucken, weißt du? So. Ob ich die 20 Dinger wegkriege, bevor wir... Doch, müsste hinhauen. Au. Es regnet. In dein Gesicht. Bisschen, ja. Das ist schon ein bisschen ärgerlich. Regnet auch im Schiff. Das finde ich ein bisschen schade, dass sie das bis heute nicht gefixt haben. Dass ja. Wenn man eine Mauer um was gemacht hat, dass es da weder die Wellen noch reingehen, noch dass man halt da drinnen noch Regen hat. Ja, das stimmt. Das wäre halt cool, aber es ist halt mehr so was Optisches. Aber wäre trotzdem cool, wenn das nicht mehr so wäre. Wobei, ist ja nicht nur optisch, wenn die Wellen reingehen, dann hast du plötzlich auch Salzwasser da drin, ne? Also kannst du ja benutzen, richtig, die Wellen. Ja. Stimmt. Ne? Das ist so... Ja, ist schon ein bisschen... Und auch Regen unter Wasser ist auch weird. Ja. Aber guck, ich bin mal gespannt, ob der noch weiter Updates rausbringt für das Game. Ich denke auch mal schon, oder? Ja, doch. Also, ich hoffe. Also, was halt cool wäre, wären natürlich noch weitere Sachen fürs Schiff zum Ausbauen. Da gibt es zwar eine Mod mit ganz vielen Möbeln und Krams, aber die ist glaube ich, schon fast zu big. Die, ne? Also, die bringt ja nochmal... Ich weiß nicht, wie viele Items die hat, aber es ist halt sau viel.
Okay, die Mod-Community ist echt nice. Die ist ja schon fast so nice wie bei Minecraft. Mm, ja, ja, also nicht ganz so riesig natürlich, ne? Ist ein bisschen nischiger natürlich alles, aber schon. Schon sehr. Huch, oh, ich bin aufgestanden. Mal kurz gucken. 8 Köder haben wir noch. Mhm. Ich gehe trotzdem mal lieber nach oben. So. Do, do, do. Ja, wir müssen Leiter noch irgendwie anders verteilen. Ich müsste hier noch hochgehen und dass man dann direkt hier auch hochkommt. Achso, ach, das waren ja 3000 Meter, stimmt hier. Da haben wir noch ein bisschen was vor uns heute. Boah, 3000 ist aber auch hart. Ja, mit Glück kommen wir am Folgenende hin. Puh. 3000 ist aber wirklich hart. Mhm. Ja gut, das macht er extra wahrscheinlich, damit man genug Biodiesel am Start hat, ne? Stimmt. Könntest du recht haben. Wobei, den brauchst du vorher die anderen Kapitel, glaube ich, auch, ne? Braucht es da auch, aber nie so viel halt. Ne? Das ist schon eine Jode. Ja gut, das stimmt. Ja, aber zum Glück sind wir gut bedieselt. Ja. Was? Wir haben zwar jetzt mehr Motoren, das heißt, die trinken auch mehr, aber naja. Wir haben ja Palmblätter. Ich packe hier mal Honig rein, dann soll der mal ein bisschen durchdampfen hier. Danke dir. Grüß Gott, miteinander. Okay, jetzt wird es Nacht mit Regen. Ungemütlich hier gerade. Hast du schon Land gesehen oder was? Nee, ist aber nur. Wollte es bemerkbar machen, weil es so dunkel ist. Nee, ich geh kacken. Falls hier Gegenverkehr ist wieder. Achso. Wenn jetzt noch einer mit seinem. Weißt du noch, die kleinen Floß, die wir mal gesehen haben, die aber entgegenkamen? Die winzigen? Dann würden wir jetzt mal drüber walzen. Geil, einfach mitnehmen, irgendwie einsaugen, das wäre geil. Hilfe, ich bin hier. Wir machen mal einen Schneisen in den Ozean. Haben wir schon mit unserem Schiff, glaube ich. Ja, meine ich ja. Einmal den Ozean geteilt wie Moses. So. Wie viele haben wir noch? Ein. Achso. Ja, dann möchte ich mit. Da vorne kommt wieder so eine Billow-Insel, aber die lassen wir mal aus, ne? Ja, würde ich sagen. Ja. Ich würde lieber nochmal zum Ende hin gucken, wo wir als nächstes hinkommen. So, das war das Angeln. Damit hätten wir das. Dann rein da. Bisschen Stuff haben wir wieder. Ein Ersatzmotor tue ich ja auch mal rein. Ich weiß nicht warum, der müsste eigentlich nach unten. So. Die kommt wieder nach hier. Ich glaube, ich 8 Palmen wieder. Was wird denn das, hey. Tobi? Was? Nichts, ich. Was ist denn hier passiert? Nichts. Hast du die Tafel gelöscht? Nein. So. Also bei mir stand da nichts. Achso, okay, na gut. Aber ich glaube, es sind auch wieder 120 Palmwedel gleich, ne, und 2 Honig. Irgendwie so geil, Metall läuft durch. Lul. Hallo! Was halt Richtung! Hä? Was machst du? Hä? Ich hab mich verlaufen. Oh, manchmal bin ich verwirrt. Ich auch, da ist so ein komischer Mann neuerdings auf dem Schiff, der hat so eine Schnurrbart und eine Brille. Hä? Ist bestimmt ein Geheimagent. Ja, ich glaube auch. So. Ich glaube, das ist die Finanzprüfung, die hier mitfährt neuerdings. Die Prüfung? Prüfung, ja. Warte mal, so hier, das müsste bis hier gehen, ne? Ja, okay. Okay. Wenn ich ganz oben bin, wenn ich fast so hoch wie der Berg drüben auf der Insel. Ah, das ist schon krass. Ja.
ist ein bisschen gewachsen, glaube ich, über die Zeit. Ja, ein bisschen vielleicht. So, ich müsste den Hai, glaube ich, nochmal ausrichten. Der ist, glaube ich, noch nicht ganz. Guten Tag. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. So, das hier ist ja unser Privatbereich hier, ne? Hier oben, quasi. Und dann müssten wir mal gucken, wie genau wir den machen. Du nimmst aber natürlich alle deine Bilder von unten mit, ne? Weiß ich noch nicht. In dein privates Gemach. Weiß ich noch nicht. Erik, ich häng dir die da auf, ich mach das. Ich zieh für dich oben von da unten hoch. Muss ich denn? Erik, das wird wunderschön. Glaub mal. Naja, wenn ich muss, muss ich wohl. Erik, wenn du musst, musst du auf den Klo gehen, ne? Warum habe ich diese Kreuzfahrt mit ihm angetreten? Hab dir gesagt, er wird schrecklich. So. Meine Frage ist nur, sollen wir uns. Irgendwie sieht das billig aus mit. Ich will auch mal ein bisschen Akzente machen und wollte jetzt mal diese komischen Palmwedel-Hütten bauen, aber irgendwie finde ich die semi-geil. Ist nicht so nice. Nee, irgendwie nicht. Warte mal, ich komme mal nach oben, gucke das mal an, da. Ich muss ja eh noch Boden reinziehen. Die Wege auf diesem Schiff mittlerweile, ne? Wow. Das ist echt krass. Was ist das denn? Ja, sieht irgendwie scheiße aus, ne? Das kannst du nehmen, wenn du so eine Umkleide machst oder so. Ja, oder also für unseren Pool. Denn? Ja, das ist natürlich, ja, das ist irgendwie zu geil. Oh, die eine Wand ist. Ich glaube, er war bestimmt richtig stolz drauf, als er die damals da eingebaut hat, ne? Sie sind auch geil für ein kleines Floß, ne? Aber nicht für. Nicht ja, für so ein Mini-Ding, ja. Ja, oder für nicht, so ein Deck. Aber doch bitte nicht für unser Boot. Ich bleib da mal bei unserem Stil und wenn ich was mit dem Grünzeug hier mache, dann Salat oder so. Da ist noch eine kleine Insel. Die sieht irgendwie interessant aus. So, ich glaube, so einen haben wir noch gar nicht gesehen. Mhm. Doch, logisch. Ja. So auf. Okay. Ja, ja. Okay, das ist eine ganz normale Standardinsel. Die hat aber meistens unten ziemlich viele Rohstoffe, aber. Echt, die kam mir gerade gar nicht bekannt vor. So. Vielleicht, weil ich nur noch hier oben arbeite. Kaum noch an der Arbeit da unten partizipiere. Ach, bitte. Was für ein Dude. So. Heureka. Das wäre okay, dann müsste ich hier. Jetzt die Mitte. Shit. Wo war denn jetzt die Mitte? Shit. Ja, auf jeden Fall. Es muss auf jeden Fall so sein. Ich nehme einfach zwei Wände wieder weg. Hauptsache ich weiß, wo die Mitte ist. Huch, wow. Wieder Freeze gehabt. Lag gehabt? Ja, ja. Ah, wahrscheinlich haben wir das Chapter 3, Kapitel 2 Ding gerade betreten, den Chunk. Oh, ja, das kann sein. Und vor uns genau ist eine Insel. Wir steuern genau darauf zu. Muss gleich mal gucken, ob ich die mitnehme oder nicht. Ich meine, ich kann kurz mit meinem Piep-Piep drüber rennen, ne? So ist nicht. Ja, ich meine, wenn sie schon mal da ist, wir gucken mal. Ist es wenn wir direkt drauf zufahren und den Kurs nicht ändern müssen, können wir sie ja, ne? Also ja, ja, die ist ja genau vor uns. Also genau. Ja, sag Bescheid, dann mach ich den Anker raus. Ja, ja, ja. Das mache ich doch gleich, wenn es soweit ist. So direkt mit Headbang bei der Mucke da unten im Keller, Mann. So, das muss dann hier wieder rüber. Ja, okay.
Jo, ich denke, wir können schon mal einen Anker raushauen. Mhm. Anker Ennecke. Ja, ich glaube, das war ganz gut. Sonst laufen wir auf Grund. Brauchst du mich oder kann ich noch ein bisschen weiterbauen? Du kannst weiterbauen. Ich hau mir die Maske rein. Ich gehe nur kurz eben gucken, ob hier Piep 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 macht. Dann gehe ich auch schon wieder. Alles klar. Rohstoffe hier tauchen brauchen wir jetzt. Brauchen wir nicht gerade. Wir haben genug. Na gut. Und wir werden ja noch ganz viele tolle Inseln ansteuern müssen, um noch mehr von zwei Titanen zu bekommen. Immer diese Negativität, ich kann damit nicht umgehen. Erik, bitte. Ob du dich jetzt freust, wenn ich jetzt hier keinen Titan finde. Was soll ich auch noch sagen, Tobi? Ein Schrotthaufen. Ein verschissener Schrotthaufen. Das ist so lächerlich, ne? Lass du mich, findest schon nichts von dem Scheiß. Lass mich raten, das heißt nein. Doch, doch, total toll. Das ist doch, also komm, ganz ehrlich. Ist doch so bekloppt. Tut mir leid. Ist das hier oben dann nicht zu groß irgendwie? Soll ich die beiden Außengebiete lieber lassen? Aber dann werden die Zimmer, glaube ich, klein. Ich bin der hässliche Hai. Tobi ist wieder voller Hass. Neue Kinderserie. Also soll ich Anker rausmachen? Dann kannst du weiter düsen. Ja, gerne. Warte, ja, gut. Ich brauche noch kurz. Ja. Oh, das war vielleicht keine gute Idee. Wir ballern voll auf die Insel. So. Oh, jetzt bin ich direkt voraus. Ja. Ding, 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 ding. Oder, warte. Eisbech! Die tat ich auf Wish bestellt. So, bupp. Du, Erich? Ja. Eisberg! Warte, warte. Haben wir es geschafft? Jo, das sieht gut aus. Gerade noch ausgewichen dank Warnsignal. Das war Pieper vorne, ne? Einpackt-Pieper. Ja, ja, ja. So. Ein bisschen. Noch ein Müll anpacken. So, noch ein Mühlchen. Ja, das geht schon. So, weiter geht's. Mal gucken, wie das hier gleich aussieht, wenn... Wenn das alles drüber ist, oder wir bauen dann auch nochmal eine halbe Etage hoch, eventuell. Ich bräuchte einfach halber mal Stufen von hier. Das ist von dieser hier, ne? So. Okay. Das müsste gehen. La 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 la. La 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 la. Da 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 da. Wie sie fein knuspern. Hm? Bitte war. So. Jo, da ist aber ganz schön viel Holz drin, nicht? Ja, naja, unser Plankenbestand ist hier wieder am Dezimieren gerade. Aber noch geht's, nicht? Noch geht's. So. Einmal Z, einmal rüber und schon haben wir's. Das Kleine.
So, das zeig mal. Verrückt. Wie sieht's denn hier jetzt aus? Oh, geht. Geht immer noch. Ich denke, für Kapitänsstand ist das genug. Ich denke, für einen Kapitänsstand ist das genug. Der braucht auch nicht so viel Luxus, ne? Nee, der soll sich ja konzentrieren. Ja, das denke ich halt auch. Luxus lenkt nur ab. Richtig. Warte, ich trinke noch schnell ein Stück Wein dabei. Oh, dann bin ich aber der Erste, der vom Schiff unten ist. So. Okay, das sieht soweit eigentlich okay aus. Dann können wir mal gucken, was wir hier noch hinmachen. Links, rechts vielleicht die Arbeitstische noch und so. Pipapo, tralala. Oh. Tobias? Ja? Magst du mal kurz an Deck kommen? Ich höre keinen Signalton. Ah, ich soll an Deck kommen. Ich komme. Land voraus. Da komme ich mal nach oben. Und zwar nicht unbedingt wenig Land, wenn ich das richtig sehe. Oh. Grönland voraus? Ach, du heilige Maria. Das ist eine Eisscholle, glaube ich. Ja. Ich muss mal runter wegen dem Anker, ne? Ja, ich glaube, das wäre cool. Im wahrsten Sinne. Warte, ich sag dir Bescheid. Sag Bescheid, ne? Ja. So, dann hau mal raus den Anker. Oh, das schneit hier. Das ist unsere Langstreckenkommunikation. Ja, es schneit. Oh cool, hier ist jetzt ein Dach drüber, wie geil. Ja, ne, sieht jetzt sehr kapitänig aus hier ein bisschen, ne? So. Pop, pop. Schon hübsch, ja. Sehr schön. Aber was zur Hölle ist das? Ich habe einfach keine Ahnung. Deswegen heißt das Temperance. Alles klar. Okay. Jetzt verstehe ich. Aber ich meine, wir laufen hier rum in unseren Hawaii-Klamotten. Ich glaube, das ist egal, oder? Ich will mal kurz was testen. Was ist das da hinten? Ich würde gerne mal meinen Piedel ins Wasser halten. Okay, wir müssen mal kurz runter, ne? Nur mal kurz spicken, ob wir einfrieren. Okay, das ist eine richtig fette Eisscholle. Sieht aber nicht so aus, als ob hier irgendwas passiert. Cool. Wow. Ist es slippery? Ja. Slippery, wenn wett. Ist hier Eisbären gibt? Ich weiß nicht. Mein Fummel ist angefroren. Absolut auch keine Waffe, wo ich mich am Eisflecken. Ist irgendwie cool. Ich habe noch keine Ahnung, was wir hier machen sollen. Wir müssen wahrscheinlich zu den Bergen da hinten, ne, irgendwie. Ja, denke ich auch mal. Oh, man rutscht hier runter. Oh, das wird bestimmt noch lustig. Oh no. Hui. Mir schwant übles, Tobi. Das wird fantastisch, Erik. Wir können uns bestimmt Spikes craften oder so. Und die können wir uns auch direkt in die Füße haken. Die hau ich mir direkt ins Fleisch rein. Okay, ich bin neugierig. Ich muss mal ganz kurz... Was ist das denn hier? Also ich meine, klar, was das ist, sehe ich, ne? Aber was ist das denn hier? Wo bist du denn? Ach, da hinten. Ich bin hier drüben. Ich laufe hier drüben rum. Ich will noch nicht so viel zeigen. Ja, ich auch nicht, aber ist ja nur Frost. Macht schon ein bisschen neugierig, ne? Well. Das erinnert mich ein bisschen an Skyrim gerade. Ja, gleich mal mit dem Pferd hochreiten. Geil. Aber sind wir jetzt auf der falschen Seite von dem Ding, oder? Ich könnte es mir fast vorstellen, weil das sieht auch so ein bisschen, weil hier unten halt gar nichts ist, dass das so ein bisschen Auslaufzone-mäßig aussieht.
ja, ich glaube, da hinten, ja, da hinten ist irgendwas. Ja, wir müssen, ich glaube, wir müssen umparken. Oh ja, da hinten sehe ich eine Antenne. Wir müssen von der anderen Seite, glaube ich, ran. Ich meine, wir können ja auch hier rumlaufen, ne? Ich meine, es gibt ja hier keinen Temperature, dass wir irgendwie einfrieren oder kaputt gehen, sterben oder sowas. Komm, ja, man kann ja hier auch rumlaufen. Ja, gut, das stimmt, aber da würde ich vorher, glaube ich, noch Wasser holen und Nahrung und, ne? Ein Zelt. Ja, auf jeden Fall. Taschenheizung. Alles. Trucker-Muschi. Kaffeekanne mit Matt. Achso, ist er das, glaube ich, ne? Ich glaube, das was? Ist das. Ist das nicht Trucker-Muschi? Ist das nicht so eine Kaffeekanne mit Matt? Weiß ich nicht, keine Ahnung, aber ist das das, woran ich denke? Also Ja, nein, weiß ich nicht. Wer stülpt sich denn Matt in seine Kaffeekanne? Ich habe keine Ahnung, Tobi. Das ist ja wirklich ekelhaft. Ich kenne diesen Begriff nur als solches, aber probieren, ja, nee. Oh, hast du gut geschmeckt. Wenn du, lieber Zuschauer, wenn du Trucker bist, ne, erklär doch mal bitte in den Kommentaren. Also, wie ist denn das so? Passt der da überhaupt rein? Und wie viel Matt braucht man für so eine handelsübliche Kaffeekanne? Ja, und explodiert nicht dieses Innenleben von der Kaffeekanne eventuell und die ganzen Splitter? Gut, Fragen, die gefragt werden müssen. Natürlich. So, ich hab noch 8 Biodiesel, die baller ich mal unten rein, weil, ne? Ich hab oben auch noch mal durchlaufen lassen, ich glaube, das müsste auch bald fertig sein. Oh, geil. Ich wollte jetzt nur, was ich auf Tash habe. Einfach mal hier. Ja, hier steht auch nochmal 8. Also, easy. So, perfekt. Ich bräuchte vorne beim Kapitän noch ein bisschen mehr Licht, glaube ich, ne? Da ist ja momentan noch gar nichts. Ja, das stimmt. Ist auch nichts ausgebaut, ist erstmal nur ein Dach drüber. Ja, hier, huch. Hier halt auch auf dem Flur, hier fehlt auch Licht einfach. Da steht ein Pferd auf dem Flur. Das ist so niedlich. Da steht ein Pferd auf dem Flur. Nee, nee, brauchst nicht auf mich zeigen. Doch, Tobi. Nein. Einfach nein, Tobi. Guck mal, Tobi. Der Putzi spielt schon wieder Crusader Kings. Kann ja wohl nicht wahr sein. Hä? Hat er nichts zu tun? Kann der nicht mal arbeiten? Einfach Crusader Kings. Was ist denn da los, ey? Oh, das sieht gut aus, wenn man die Dinger, die Lampen, so dahin verschraubt, da hinsetzt, dann sieht's aus, als wenn die Schrauben oben aus der Holzlatte kommen. Nice. Das ist ein schönes Detail. Ist das hier oben meine Kajüte? Nee, nee, nee. Da wollte ich Rohre verlegen. Ah, okay. Cool. So. Wenn wir die brauchen, nicht dein Rohr. Ich weiß nicht, ob wir die brauchen. Die Rohr. Du nicht dein Rohr wieder überall verlegen willst, ne? Ja, na klar. Tobias, bitte. Ach, was schön ist es. Ne? Man kann hier. Okay, das geht nicht. Okay, kann ich hier natürlich nicht mehr machen. Okay, na gut. So. Weiche. Manchmal. Ist immer schwierig, ist immer schwierig. So, warte, ich bin gleich fertig. Müsste ich nicht noch eine Lampe? Ja, habe ich noch. Okay, super. So, nur mal ein bisschen Licht. Das ist der Kompass hier. Und für was ist der? Der zeigt nach Norden. Hui. Ja, das ist schon beeindruckende Technologie, Tobi. Man braucht sowas halt überhaupt nicht, ne? Nee, gar nicht. Das ist mega, mega nutzlos eigentlich. Okay, gut, da waren bestimmt mal irgendwann in der Community 3 Leute, die geschrieben haben, mach mal Kompass. Das hat 5 Likes gekriegt, da hat er sich gedacht, cool, mach ich. Für 4 Titanen. Huch. Was war das? Ja. Ja. So. Okay, Tobi, dann, ne? Wollen wir es packen? Und dann nächste Mal machen wir hier schön weiter? Nein, ja, Tobi. Ja, würde ich auch mal sagen. Tobi, okay. Leg die Schlüssel weg. Gut. Erik?
damit der. Nee. Das sieht so verkehrt aus mit dieser scheiß Brille, die du auf hast. Legen Sie bitte mal Ihren Hoden in die Schüssel. Sind Sie wehrdienstfähig? Ich rieche ihn auf der anderen Seite der Wand. Ich habe mich getarnt. Wo ist er denn nur? Er muss doch hier irgendwo sein. Wehrdienstfähigkeit. Wehrdienstfähigkeit. Von das Horror-Game auf einmal. Wäre eigentlich cool. Eigentlich geil. Boah, ich glaube, hier mache ich auch nochmal Lichterketten hin. Ja. Also was hier auf jeden Fall noch rein muss, das gehört beim Kapitän einfach dazu, ist ein Globus, ne? Habe ich gerade schon gesehen, kann man craften. Oh, ja. Generell fehlen hier noch die ganzen Sachen fehlen hier irgendwie noch. Wir haben keinen Kunststoff mehr. Achso, alles an Kunststoff weggemacht? Ja. Wow. Okay, gut, das mit Lichterketten mache ich nächstes Mal. Das kriegen wir sofort. Eine Fahrt, Erik, dann ist das wieder voll. Ja, na gut. Ist ja auch sinnvoller angelegt, der Kunststoff in anderen Sachen. Ja, aber sowas von. In Müllcoins. Ja, ganz genau. Geil. So eine Kryptowährung hier am Ende der Welt. Ja, kann da nicht mal der Mast drüber twittern? Ja, dann würde ich sagen, nächste Folge erforschen wir die, was immer das hier ist, Antarktis. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Das Eis. Das Antarktis ist cool. Ja, mal gucken, was das wird. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ich bin auch sehr gespannt. Ich bin hart gespannt, was das wird. Ja, mal voll gucken, ob es wieder einen Bossgegner gibt. Schauen wir mal. Ne, auf einmal in ein Eisbären bestimmt oder so. Hui. Oder ein Pinguin, aber so einen großen. Oh, das wäre auch lustig. Und der Wartschild immer und fällt hin. Und schubst dann seinen Nachhut irgendwie über die Eisscholle, damit sie schwimmen lernt. Und dann ertrinkt die aber, weil nur die Besten überleben. Natur ist hart, was soll ich sagen? Da sehe ich Raft auf jeden Fall. Na gut, ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ne? Dann sehen wir uns nächste Folge und mal gucken, was noch passiert. Geil, freue ich mich. Bis dann. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.